Hallo unsere lieben Zuschauer, ich begrüße Sie mal wieder zu einem Video. In diesem Fall geht es um unsere erste Pressemitteilung, die wir mit diesem Video flankieren wollen. Die Blue Pages GmbH, die hat sich Anfang des Jahres neu orientiert. Sie hat neue Gesellschafter, sie hat neue Mitarbeiter. Einer der Gesellschafter, der Karl-Günther Frisch, sitzt neben mir. Und in diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, wo sehen wir unseren Schwerpunkt. Was wollen wir bieten? Womit wollen wir Geld verdienen? In unserem Titel steht Online Journalism and Education. Das heißt, wir bieten Online-Berichterstattung und Bildung. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, wie es kürzlich in der Presse verbreitet wurde, weil eine Schülerin einen Tweet, also eine Kurznachricht über den Nachrichtendienst Twitter verbreitet hat. Da stand im Prinzip drin, man lernt in der Schule viele wichtige Sachen, aber niemand bringt uns bei, wie man später auf eigenen Beinen steht. Und dann, weil man da immer nur 140 Zeichen schreiben kann, da wurde noch nachgelegt, ich habe keine Ahnung von. Also sie kann tolle Aufsätze schreiben in 4 Sprachen und alles mögliche, aber sie hat keine Ahnung davon, wie man beispielsweise irgendwelche Verträge abschließt. Und das ist das, wo wir uns hier bei Blue Pages mit beschäftigen wollen. Nicht mit Schulbildung. Schulbildung ist gar nicht mal so schlecht, haben wir ja auch gehabt. Ja. Da haben wir uns ja auch kennengelernt in der Schule. Das kannst du vielleicht mal kurz noch sagen. Wie kam das so 68 rum? Ja, das ist eine Weile her, 68. Man lernt sich durch Umzüge in einer neuen Klasse dann kennen. Ich bin dazugekommen und aufgenommen in der Gruppe. Und ja, wir haben uns dann nachmittags beschäftigt, neben der Schule, getroffen, Fahrrad gefahren und eben auch kommunikativ, würde man heute sagen, kommunikativ sehr beschäftigt, in direktem Wege, um auch nicht nur die Aktion, sondern auch die Reaktion zu sehen. Das ist das, was bis heute geblieben ist. Mhm. Genau, ja, das ist bis heute geblieben. Also Schule ist nicht nur da, um Sprachen oder Mathematik oder Physik zu lernen, sondern sie ist, sie bereitet in dem Sinne aufs Leben vor, sie ist ein Rahmenprogramm und da hat man als Schüler, später auch als Student die Möglichkeit, sich zu vernetzen und das sollte man auch tun. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Wir hatten über die Jahrzehnte gelegentlichen Kontakt, aber durch ein Projekt, zum Beispiel hier dieses Absenhaus, was eines unserer großen Projekte jetzt geworden ist, da haben wir wieder intensiver zusammengefunden und wollen das also nahebringen Ihnen, um daraus etwas zu lernen. Das ist also unser journalistischer Schwerpunkt. Wir berichten über dieses Haus, was meine Frau geerbt hat, wo man dann erstmal überlegt, was macht man. Da erinnert man sich an seine Vernetzten, an die Schulzeit. Und da habe ich den Karl Günther gefragt, guck's dir mal an. Und da haben wir dann gesehen, da ist eine Menge möglich. Und an diesen Erfahrungen, da wollen wir Sie über Absende teilhaben lassen. Das Zweite, das ist die Lernplattform Wer weiß was net. Da ist, die ist also schon vor langer Zeit entstanden. Da war ich beim großen nordhessischen Unternehmen in Melsungen, was sich mit Medizintechnik beschäftigt. Da war ich über 20 Jahre und da habe ich also schon vor 15 Jahren angefangen, solche Lernplattformen aufzubauen. Und da ist eine ganze Menge möglich. Und da kann man eben auch ganz andere Dinge machen, als das in der Schule, in Büchern möglich ist. Und was wir da machen können, vielleicht sagst du da ein bisschen was, zu was wir da schon gemacht haben. Im Bereich Architektur. Im Bereich Architektur haben wir hier die Bauaufnahmen gemacht. Wir haben uns das angeschaut, weil wir jetzt hier die Sanierung, wir haben uns entschieden zu sanieren und zu modernisieren, um das zu begleiten und zu dokumentieren. Und haben in verschiedenen Sequenzen schon uns mit Gewerken beschäftigt und wollen das jetzt auch weiterhin in dieser Art und Weise begleiten. Wie es wird, das werden wir dann sehen. Ne? Denn es gibt nur einen Versuch und Irrtümer werden teuer, ne? Wenn wir in die Wiederholung gehen müssen. Deswegen erst überlegen und dann tun. Genau, der situative Ansatz ist ja letztendlich das ganze Leben. Ja. Und da kann man sich mal vertun bei der Partnerwahl. Das kann teuer werden beim Haus auch. Genauso. Das kann auch so sein. Aber die systematische Pflege unserer Bildung, das kann man ja heute im Internet machen. Und da ist dann, man kann das unterstützen. Persönlich ist es natürlich immer noch am
ergiebigsten, aber man hat ja nicht für alles seine Fachleute. Und da bieten wir eben bei Wer weiß was nicht die Möglichkeit an, online viele Einheiten abzurufen. Eines davon wird eben auch sein, wie kann man so am Bau das richtig managen. Was ich da also schon seit Jahren mache, ist Online-Kurse in Excel oder überhaupt diese ganzen Office-Thematiken. Und da ist dann die Einladung, die wir hier an alle, auch an Sie aussprechen, wenn Sie als Autor bei uns tätig werden möchten, weil Sie Lehrer sind oder Ausbilder oder überhaupt was zu sagen haben, oder sind auch wie mein Freund Architekt oder im anderen Bereich tätig, Ingenieur, dann kann das sein, dass Sie sagen, okay, was die können, das kann ich auch. Ich stelle hier mal so eine Kostprobe bereit und wir werden dann sehen, wenn sich die Zuschauer dafür interessieren, dass wir das für sie verlegen und dann auch verkaufen. Und wir werden dann den größten Teil des Umsatzes natürlich auch denjenigen zukommen lassen, die diese Einheiten produziert haben. Und das ist also unser Auftrag, den wir als Verleger haben. Wir wollen interessante Unterlagen verlegen, die eben noch mehr bieten, als das in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten die Bücher konnten. Wir können als Online-Journalisten auch verlinken. Wir können andere Quellen sehr leicht zugänglich machen. Und diese Möglichkeit bietet Blue Pages mit Online-Journalismus und Education. Ich möchte nur sagen, was die Jungen können, können wir auch. Kommen Sie zu uns, Sie werden es sehen. Genau, ne? Wir sind also diejenigen, die etwas mehr als 140 Zeichen twittern, als das, was bei dem Nein-Bla-Bla möglich ist. Ne? Mhm. Die junge Frau hat recht, aber was man sagen kann, sie sollte eben auch versuchen, sich im realen Leben zu vernetzen und nicht den ganzen Tag nur mit SMS und Twitter zu verbringen. Es geht nicht über das gute Gespräch. Okay, das ist ein guter Abschluss. Wir bedanken uns für Aufmerksamkeit. Bis dann.